Hallo, da bin ich wieder bei Minecraft. Ich wollte ja jetzt hier noch ein bisschen was ausbauen. Eventuell mal für den Zauberbereich. Da braucht man ja auch Bücher. Ja. Da braucht man auf jeden Fall Bücher. Die Bücher würde ich dann quasi hier reinsetzen. Die Bücher, wo waren die denn, diese Bücherdinger? Bücherregale. Also der Zaubertisch ist schon mal da. Ich kann ja mal eintippen hier. Bü. Super. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Jetzt habe ich das, was ich will. Ja, die Treppe muss ich mal schauen, wie ich es aufbaue. Auf jeden Fall kann ich hier eine kleine Erweiterung machen. Bin kurz davor, in den Survival-Modus rüber zu gehen, um mir dann quasi alles so ein bisschen noch weiter aufzubauen, wie ich es gerne möchte. Ja. Und dann. Ja. Das mache ich einmal so. Ich muss dann mal schauen. Survival-Modus ist realistisch, will ich auch. Ich habe erstmal das Grundgerüst hier aufgestellt. Oh, nicht gut. Damit ich hier was machen kann. Das Ding wird hier einfach wieder zugemacht. So, fällt doch gar nicht auf. Genau, hier wollte ich ja alles Halbstufen machen. Ja, passt irgendwie nicht. Ja, so ist schöner. Gut. Die Treppe geht jetzt durchs ganze Haus. Das ist irgendwie sowas von, ja, bescheiden. Sollte eigentlich nicht so sein. Ich bin eigentlich. So. Ich mache jetzt einfach mal was anderes. Ich nehme Leitern. Gut. Ja, so ist ja, muss schon passen alles. Dann nehme ich doch einmal am besten eine Leiter. Baue ich mir eine Leiter hoch. Perfekt. Hier habe ich noch ein Loch gelassen. So. Loch ist auch so. Das Loch ist auch zu. Gut. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Gut, dann mache ich mal die ersten Truhen hier hin. Für das Endertor. Und hier für die verzauberten Gegenstände. Also das passt nicht. Also wenn hier eins, dann muss man quasi eins freilassen, aber das geht ja jetzt hier nicht, weil da oben ist auch gleich das Dachgeschoss. Also das muss ausreichen für verzauberte Werkzeuge dann später. Hier kommt das Tor rein, dazu brauche ich noch eine richtige Tür. Fichtenholztür, schwarz, Eisentür. Damit mir die Monster auch gar nicht durchkommen. Ich glaube, dazu braucht man einen Knopf. War damals so. Ein Steinknopf. Von der Seite genauso. Aber es gibt, glaube ich, auch was anderes dafür. Druckplatte, genau. Wenn das richtig gehen sollte, wenn ich jetzt hier drauf trete. Wenn hier das Tor steht, brauche ich erstmal das wieder, weil ich muss ja ein bisschen was verschieben. Damit hier die Druckplatte hin kann. Obwohl, es wäre schwachsinnig. Wenn Monster reinkommen, die müssten ja immer nur hier drauf treten. Und das, würde da nicht mehr funktionieren. Da ist quasi das besser. Man muss mal schneller durchlaufen, aber man kommt besser durch. Ja, ich muss mal kurz was gucken, wie sieht es mit meiner Zeit aus. Ja, alles gut. Ich habe ja hier so einen Doppelmonitor, einmal der große, ja, über den ich spiele, und der kleine, über den ich das Programm habe. Das läuft echt erstaunlicherweise ganz gut. Am Anfang wollte es nicht laufen, weil der Rechner hat zwar VGA-Eingang, aber Ausgang. Aber die Grafikkarte ist quasi nicht installiert, er hat quasi nur die Nvidia installiert. Und musste jetzt nochmal so einen Adapter holen, weil das andere Kabel defekt war. Und jetzt habe ich jetzt einen Doppelmonitor. Und das läuft eigentlich ganz einwandfrei. Also eins läuft über DVI, das andere über HDMI, also VGA, HDMI Adapter. Und bin ehrlich gesagt ganz, ja, ganz zufrieden damit. Wenn ich hier weiter in die Richtung, hier ist die Straße, wenn ich hier weiter in die Richtung laufe, müsste das Tor, Dorf sein. Vielleicht könnte ich die Straße auch noch bis dahin bauen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Bis dahin will ich hier das hier noch ein bisschen schöner alles machen. Gestalten, bauen. Jetzt kann ich mal gucken, wie es hier auf der Farm aussieht. Das Bauernhaus ist ja schon soweit fertig. Da werde ich vielleicht mein Bett dann da hinstellen, weil das Haus sieht ein bisschen schöner aus als die Hülle. Da werde ich also hier ist erstmal Getreide vom. Also ich habe mir jetzt so gedacht, nach überlegen, dass ich hier jetzt quasi die Monster, also einmal hier, wenn ich jetzt hier durchgehe, einmal in die Nässe reingehen kann, Zaubertisch. Hier unten müsste auf der anderen Seite ja quasi die, die Höhen sein, dass ich da vielleicht eine Monsterfarm machen kann. Ja. Die Monsterfarm machen kann quasi und
Und hier wird quasi meine neue Heimat werden. Genau, hier wird quasi meine neue Heimat werden. Das ist aber auch beschissen hier. Ich komme hier rein und tritt hier gleich vor die Tür. Das muss ich mir noch anders einfallen lassen. Da werde ich wahrscheinlich auch hier das so machen, wie ich am Anfang gedacht habe, also bei den meine Höhle gedacht habe. So, das werde ich jetzt ändern. Weil ich möchte jetzt nicht immer, wenn ich hier reinkomme, dann quasi hier so, naja, das haben. Ah, hier unten brauche ich ja nicht. Hier wäre eine Druckplatte praktisch. Gibt es eine Druckplatte aus Holz? Eichendruckplatte. Das soll ja auch passen. So. Dann geht's hier runter. Ach ja, hier hinten ist auch noch eine Tür. Fackel. Na? Super. Hier hinten war ja keine. Das gefällt mir. Hier draußen kann ich quasi diese Steindruckplatte machen. Das ist super. Okay, dann kann ich hier, kann man hier sein Bett aufschlagen quasi. Kann morgens auf dem Balkon. Jetzt ist es wieder Nacht, wie meistens hier bei Minecraft, wenn ich anfange zu spielen. Ja, was ist hier? Habe ich hier oben eigentlich schon was gemacht? Nö, hier oben habe ich noch nicht gemacht. Aber hier oben kann man quasi sein Schlafzimmer aufbauen. Ich könnte ja mal zwei Betten hinstellen. So. Ja, ist leider unsymmetrisch, deswegen passt das Bett nicht so richtig hier rein. Hier ist es symmetrischer. So, Wiederherstellungspunkt gesetzt. Das ist mal ganz gut. Das freut mir. Und mit dem Wiederherstellungspunkt mache ich bei dieser Folge auch Cut. Und schau mich mal weiter um. Bis zur nächsten Folge.